Ja, herzlich willkommen zum zweiten Tag unserer Konferenz für Wirtschaftsinformatik. Ich freue mich, Sie heute alle hier wieder begrüßen zu dürfen zu unserem zweiten virtuellen Tag, nachdem wir ja gestern schon eine Reihe von Formaten gemeinsam ausprobiert haben, wissenschaftliche Sessions abgehalten haben, intensive Diskussionen geführt haben und heute uns dem zweiten Tag widmen, wo wir auch noch gleich einen kurzen Ausblick dazu bekommen werden. Vielleicht einmal noch ein bisschen die Konferenz im Überblick. Wir hatten ja 21 Tracks, die jetzt in 34 Sessions vorgestellt werden. Insgesamt werden auch 7 Workshops diskutiert. Gestern war ein wirklich sehr erfolgreiches Format, das das erste Mal ja auch virtuell ausprobiert wurde, war der Women's Lunch, an dem tatsächlich 58 Teilnehmer und Teilnehmerinnen gemeinsam sich ausgetauscht haben. Die Opening Session war sehr gut besucht. Wir hatten über 430 Zuschauer, die diesem Panel gefolgt sind. Es gibt auch eine intensive Diskussion auf Social Media, auf Twitter zum Thema der WI 21. Vielleicht als kleines Beispiel, was denke ich auch für den Charakter unserer Community spricht, ist, dass der erfolgreichste Tweet in der Twitter-Kommunikation der Dank an die Trackchairs war. Das war also der Tweet, der die meisten Impressions erzeugt hat. Und eine Sache, die vielleicht auch für unser Panel eine Rolle spielen kann, über die wir gleich reden können, ist, dass beim Movie Quiz das Team gewonnen hat, das sich selbst keine Ahnung genannt hat. Insofern kann man fragen, ob Wirtschaftsinformatiker sich vielleicht manchmal auch selbst unterschätzen und eigentlich selbstbewusster voranschreiten können. Beispiel für die wissenschaftlichen Tracks, die diskutiert wurden, sind zum Beispiel Digital Services, Data Science, Human-Computer Interaction und Data Management. Reinhard, du hast ja gestern die Opening Session moderiert. Was war denn aus deiner Sicht so die Key Learnings, die du mitgenommen hast aus dem Gespräch mit dem Praktiker? Ja, zunächst mal glaube ich, war interessant mitzubekommen, dass alle, sowohl Politik, Wirtschaft wie auch Wissenschaft, sehr intensiv darüber nachdenken, welche Bildungs- und Ausbildungsanforderungen und Defizite wir im Bereich der Digitalisierung oder bei digitalisierungsaffinen Problembereichen haben. Aus einer Wirtschaftsinformatik-Perspektive haben mich vor allen Dingen drei Aspekte besonders nicht beeindruckt, aber zumindest habe ich sie für mich mitgenommen. Das eine ist die weiterhin oder gestiegene Bedeutung und Betonung des sozialen Aspekts bei der Nutzung von Technologien, also viel stärker soziale Aspekte eben auch würdigend und beachtend. Nicht wirklich auch eine Neuigkeit, aber ich glaube, es ist eine wichtige Botschaft vielleicht auch in die Community. Das Zweite ist, dass doch eine einhellige Befürwortung auch für eine interdisziplinäre Ausbildung gegeben hat. Und der dritte Aspekt ist sicherlich die enorme Betonung, auch mindestens aus einer politischen Perspektive, von Weiterbildung. Und das ist sicherlich auch ein Auftrag für uns als Community. Und manchmal ist es ja ganz gut, wenn man sich selbst beobachtet. Und ich fand auch als einen wesentlichen Punkt für uns als Wirtschaftsinformatik-Community, dass sowohl in den Ausführungen vom Staatssekretär Böning als auch in den Ausführungen von unserem Wissenschaftsminister Pinkwart deutlich geworden ist, dass die Frage eigentlich der Eigenständigkeit der Wirtschaftsinformatik dahingehend weiterhin ungelöst ist, dass man sie einerseits verortet als Teildisziplin eben der Wirtschaftswissenschaften und andererseits irgendwie auch nicht weiß, wo sie zugeordnet werden muss. Ich glaube, wir brauchen in der Wirtschaftsinformatik auch irgendeine Story, die wir viel prägnanter und einheitlicher kommunizieren. Ja, danke, Reinhard. Ja, du sprichst auch ein bisschen an, die Wirtschaftsinformatik ist ja ein breites Feld mit vielen verschiedenen Themenfacetten. Wir hätten ja auch sehr gerne die Möglichkeit der Konferenz genutzt, um auch insbesondere die Wirtschaftsinformatik hier an der Universität Duisburg-Essen genauer vorzustellen. Aber Frederik, vielleicht kannst du einmal kurz zusammenfassen, was sind so die Kernmerkmale der Wirtschaftsinformatik an der Uni Duisburg-Essen? Ja, das kann ich gerne machen. Ich glaube, zunächst mal kann man sagen, dass der Aspekt, der auch gerade von Reinhard erwähnt wurde, Interdisziplinarität bei uns eine große Rolle spielt. Die Wirtschaftsinformatik an der Universität Duisburg-Essen ist zentral positioniert in einer Fakultät auch mit Betriebswirten zusammen, aber auch angewandten Informatikern. Da fühlen wir uns natürlich sehr wohl. Interdisziplinarität sieht man aber auch am Standort in Duisburg, wo die wirtschaftsinformatische Ausbildung und die informatische Ausbildung eben auch psychologische Aspekte umfasst. Wir haben natürlich starke Forschung, wir haben vielfältige Transferaktivitäten hier in die Metropolregion hinein, also sehr produktive Kontakte auch zu Unternehmen und anderen Institutionen.
Ich glaube, man kann auch sagen, dass wir sehr stark sind mittlerweile im Bereich der Weiterbildung. Auch das wurde ja gestern thematisiert, dass Weiterbildung sicherlich auch ein Erfolgsfaktor ist für die Wirtschaftsinformatik. Wir haben eigene Weiterbildungsstudiengänge, wir haben Zertifikatsprogramme, mit denen wir Praktika helfen, mit den technologischen und auch Managemententwicklungen Schritt zu halten. Und ich glaube, wir zeichnen uns auch durch eine gute Kooperation aus mit den Nachbaruniversitäten in Bochum und Dortmund beispielsweise, indem wir eine gemeinsame Doktorandenausbildung mit den Kollegen dort realisieren und so auch die Vernetzung in der Region vorantreiben. Ja, und neben uns Conference Chairs hätte natürlich auch gerne unser Rektor Herr Radke die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der WI 21 gerne persönlich begrüßt. Das geht natürlich auch diesmal nur mit einem digitalen Grußwort, das wir Ihnen jetzt gerne zeigen möchten. Kommilitoninnen und Kommilitonen, sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Sie anlässlich der internationalen Tagung Wirtschaftsinformatik 2021 an der Universität Duisburg-Essen begrüßen zu können. Ich hätte Sie natürlich gerne persönlich begrüßt, bin aber sicher, dass Sie auch im virtuellen Format einen produktiven Austausch haben werden und einen Eindruck auch von der Universität Duisburg-Essen gewinnen können. Die UDE, eine der jüngsten und gleichzeitig auch eine der 10 größten Universitäten Deutschlands mit rund 42.000 Studierenden an 11 Fakultäten, entwickeln wir mit Ideen, mit Zukunft, leben Vielfalt, fördern Potenziale und engagieren uns für eine Bildungsgerechtigkeit, die diesen Namen auch verdient. Durch gezielte Setzung von Schwerpunkten hat die UDE sich zu einer international wettbewerbsfähigen Forschungsuniversität entwickelt. Im Times Higher Education Young University Ranking 2020 zum Beispiel belegt die UDE Rang 16 von 400 Universitäten weltweit, die jünger sind als 50 Jahre. Ich möchte heute aber dem Anlass entsprechend den Blick auf die UDE als Forschungsstandort in der Wirtschaftsinformatik richten. Mit der Digitalisierung hat ein großer Veränderungsprozess in unserer Gesellschaft eingesetzt, der uns in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen und aber auch herausfordern wird. In diesem Prozess kommt der Disziplin der Wirtschaftsinformatik eine besondere Bedeutung zu. Untersucht sie doch die Auswirkungen von Digitalisierung und Innovation in ökonomischen Kontexten. Aufgrund seiner starken Entwicklung nimmt das Fachgebiet Wirtschaftsinformatik der UDE eine wichtige Rolle in der Rhein-Ruhr-Region ein und auch darüber hinaus. In den vergangenen Jahren ist das Fachgebiet durch die Einrichtung neuer Professuren gewachsen und hat auch seine Forschungsleistung kontinuierlich gesteigert. Die Duisburg-Essener Wirtschaftsinformatik ist zudem außerordentlich gut vernetzt. Ob mit regionalen Institutionen aus Wirtschaft und Verwaltung, zum Beispiel in den Bereichen Smart City, Handel und Energie oder auch durch zahlreiche Kooperationen auf akademischer Ebene, zum Beispiel mit den Partneruniversitäten aus Bochum und Dortmund in der Universitätsallianz Ruhr. Weitere Besonderheiten sind sicherlich das große Engagement der Wirtschaftsinformatik in der Gründungsförderung im Rahmen unseres neuen Zentrums für Gründungen und Entrepreneurship der Universität Duisburg-Essen, GUIDE, sowie das umfassende Portfolio von Weiterbildungsaktivitäten in Form von Weiterbildungsstudiengängen und Zertifikatskursen. Ich hoffe, dass Sie im Verlauf der Tagung weitere Einblicke in die Forschungs- und Transferaktivitäten der Wirtschaftsinformatik an der UDE gewinnen können. Und wünsche Ihnen allen eine gelungene Konferenz. Vielen Dank. Ja, eine spannende Frage, die uns natürlich jetzt schon während der Konferenz im Vorfeld, aber auch danach beschäftigen wird, ist, wie geht es weiter mit der Virtualisierung oder den virtuellen Formaten, in denen sich wissenschaftliche Communities oder speziell auch unsere Community treffen kann. Dazu haben wir am Nachmittag ja auch noch ein Panel, was diese Frage intensiver betrachten wird. Aber Frederik, was würdest du denn sagen, was wäre jetzt bisher dein Fazit aus dem virtuellen Format? Ja, ein bemerkenswert positives. Wir haben die Konferenz natürlich digital organisiert, in der Hoffnung, dass wir ein bisschen was von dem klassischen Konferenz-Spirit auch in die digitale Welt übertragen können. Weil, seien wir ehrlich, natürlich wünschen wir uns eigentlich alle eine Vor-Ort-Konferenz. Aber ich muss sagen, jetzt auch, wenn ich mir die verschiedenen Formate des gestrigen Tages ansehe, dass es bemerkenswert gut funktioniert. Es gibt viel Austausch, es gibt ein Miteinander. Wir haben das in den verschiedensten Formaten gesehen, ob das jetzt am virtuellen
Seestrand ist oder ob es beim Pubquiz ist. Überall haben sich die Teilnehmer der Konferenz ausgetauscht, haben auch, glaube ich, Spaß gehabt und Freude an diesen digitalen Formaten. Und so gesehen, glaube ich, hat das ausgesprochen gut funktioniert. Und wir haben ja auch sehr positives Feedback bekommen. Es funktioniert also sehr gut. Ja, vielen Dank. Und heute liegt ja auch noch einiges an, Reinhard. Vielleicht kannst du uns einen kurzen Überblick geben. Ja, ich glaube, wir werden starten mit einer hochspannenden Diskussion, mit einem Outside-In-View auf die Wirtschaftsinformatik, einerseits aus dem internationalen Bereich und dann aus der Informatik. Ich freue mich, dass der Michael Rosemann dabei ist, mit dem ich zumindest meine wissenschaftliche Karriere bei Jörg Becker seinerzeit gestartet habe. Wir werden, du hattest es angesprochen, Stefan, eine Diskussion haben, Quo Vadis, Wirtschaftsinformatik-Konferenzen. Gibt es vielleicht zukünftig eine Hybridkonferenz, eine Erfahrung, die wir ja im Handel schon mit Omni-Channel-Prozessen kennen? Dann werden wir natürlich weiterhin eine Vielzahl von spannenden, hochinteressanten Präsentationen der angenommenen Beiträge sehen. Und zu guter Letzt werden wir eine Closing Session haben, in der wir dann auch diverse Awardverleihungen sehen, auch sicherlich einer der Höhepunkte der Tagung. Musik